Hallo, hier bei Cardos Lego. Jetzt geht's los. Wir bauen die Lego Minecraft Berghöhle und fangen hier mit Tüte 1, also diesem ja, bunten Steinehaufen an. Bunt deswegen, weil ja in Tüte 1 bei Lego Minecraft meistens die ganzen Figuren und einzelnen Blöcke gebaut werden. Dann würde ich sagen, geht's auch schon los. So, ich werde das jetzt immer so machen. Ich suche die Teile raus, zeige euch die Teile, die für den Bauschritt benötigt werden, und dann schauen wir uns den fertigen Bauschritt an. So, hier sehen wir, es wird Alex mit kompletter Diamantrüstung. Da haben wir hier zum Beispiel diese Fliese, auch als Schild, und hier dieses interessante Teil, vielleicht nicht so nah, was hier zum Schild festhalten verwendet wird. So. So, und da haben wir jetzt Alex hier in voller Montur, also voller Dia-Rüstung mit dem Schild. Hier sieht man jetzt, wie dieses durchsichtige Teil verwendet wird. Ist auch schön bedruckt, war bis dahin, also wo dieses Set erschienen ist, noch exklusiv. Und ja, volle Diamantrüstung, Diamantschwert. Huch, ist doch nicht schlecht. So, das ist dann, also es wird dann unsere zweite Figur. Ein Zombie mit teilweise Goldrüstung. Wir haben hier noch eine Eisenschaufel und dieses typische bedruckte Zombie-Gesicht. Gut, wer schon andere Lego Minecraft Sets kennt, für den ist dieser Zombie nichts Besonderes. Hat halt eine Eisenschaufel und einen goldenen Helm und eine goldene Hose, die dann halt auch Minecraft-technisch gesehen die Stiefel beinhaltet. So, dann haben wir jetzt endlich mal als allererstes hier richtige Steine. Wir sehen hier auch was Bedrucktes. Das wird eine Fledermaus. Wie sie fertig ist, zeige ich sie gleich. Das ist eine 1x1-Platte mit einer bedruckten Seite. Hier so ein Clip, zwei von diesen runden Teilen und zwei von diesen, ja, Minifigur-Rucksack-Adaptern und hier so ein modifizierter Stein. So, das Ganze zweimal ergibt dann zwei Fledermäuse. Hier sehen wir jetzt einmal eine mit ausgebreiteten Flügeln und eine hier mit zusammengefalteten Flügeln. Das sind einfach diese Rucksack-Adapterteile hier um den Körper drumherum gelegt und nicht vom Körper abstehend. Finde ich aber schön, die sind doch niedlich. So, hier haben wir jetzt, abgesehen von diesem Teil, diesem Standard-Creeper-Teil, diesen tollen Kopf. Dieses Teil ist bis heute exklusiv bei Lego und bloß in diesem Set erhältlich. Das wird ein Charged Creeper, ein geladener Creeper, ein durchsichtiger Kopf mit, also Minecraft-Kopf mit Creeper-Textur und hier noch solche schrägen Mini-Dachsteinchen. So, das ist das gute Stück. Gab es übrigens mal bei Bricklink für 100 Euro. Diese einzelne Figur, so viel ist die wert. Also, ja, da ist schon die Hälfte des Sets eigentlich bezahlt, wenn man diese Figur haben will. So, hier übrigens sieht man jetzt schön diese Charged Creeper Textur mit diesen Schrägsteinen hergestellt und dieser durchsichtige Creeper Kopf. Oh, das sieht aber gruselig aus. Also man kann hier durchgucken. Aber schön, exklusive Figur, warum auch nicht? So, dann hier jetzt ein bisschen was Transparentes und so einen dunkelbraunen Stock. Das wird eine Fackel. Fackel kennt man ja eigentlich von Lego Minecraft, sieht dann halt genau so aus und kann auch von Figuren in die Hand genommen werden. So, hier jetzt ein paar mehr verschiedene Farben wieder. Eine lila Blüte, ein grüner Punkt und ein 1x1-Stein in dieser Holzfarbe. Und das finde ich schön, das ist ein kleiner niedlicher Blumentopf, sogar mit einer kleinen Blume drin. Warum auch nicht? Ist doch schön als Deko. Ist ja auch in Minecraft. Ich verwende sehr gern Blumentöpfe in Minecraft mit Blumen drin übrigens. So, hier jetzt eine Ansammlung von Platten, auch ein paar Runde dabei, also nichts Besonderes hier, aber ja, immerhin rot, weiß und braun und ein bisschen schwarz. Wer sich hier im Bereich Lego Minecraft auskennt, hat es wahrscheinlich schon vorher erraten, es wird ein Bett und bei Lego Minecraft sind ja Betten traditionell immer drei Blöcke lang, also ein Block zu lang, was irgendwie komisch ist, aber mit den Figuren dann doch wieder passt. So, hier wieder was Durchsichtiges und wieder was Bedrucktes. Ein 2x2 Stein hier bedruckt. Das wird natürlich ein Ofen. Und dass das hier noch die alte Variante eines Lego Minecraft Ofens ist, ist durchaus bei diesem Set sinnvoll. Das werden wir aber später noch sehen. So, für den, der es nicht kennt, ist es jetzt eine Überraschung. Für die anderen eher nicht. Das ist ein Lego Minecraft Ofen. Das runde Teil unten drunter übrigens, damit man den leichter wohin setzen und wieder wegnehmen kann. Ja, rundum brennt, hätte vielleicht vorne auch gereicht, aber gut, nun ist es wie es ist. Und ich kannte es ja vorher auch nicht anders von Lego Minecraft. Auch im nächsten Bauschritt hier wieder eine Ansammlung von verschiedenen Platten. Alle übrigens im 2x2 Format und die ergeben dann so einen ja, rot-gelben Block. Ich bilde mir ein, ich glaube, es ist ein Heuballen, also so ein Strohblock, Getreideblock von Minecraft. Kennt man wahrscheinlich, wenn man es spielt.
So, das schreit doch nahezu nach etwas aus Holz, drei Fliesen, sechs Steine, 12 von diesen braunen Blümchen. So, hier das Resultat. Drei hübsche altmodische Lego Minecraft Zäune, also altmodisch deswegen, weil diese Blümchen inzwischen durch diese normalen runden Steine, wie hier dieses Grüne da ersetzt wurden, mit Loch drin. Das funktioniert auch wunderbar. Und traditionell immer bloß ein Zaunpfahl pro Block, was im. Obwohl, das ist richtig wie in Minecraft. Aber die Ebenen hier. In Minecraft gibt es zwei Ebenen. Hier ist bloß eine Ebene, aber das macht überhaupt nichts. Man erkennt, was es ist und das ist wichtig. So, hier nochmal eine ähnliche Ansammlung. Diesmal allerdings ein paar weniger Teile und eine 1x6 Fliese. So, da haben wir hier dann einen hübschen Dreierzaun, also Dreiblockzaun. Geht auch. Hat man eher seltener bei Minecraft. Die Zweier sind dann doch häufiger. Aber gut, ist ja auch ein großes Set. Da darf auch was Besonderes mal dabei sein. Also abgesehen von einigen Figuren. So, dann geht's hier weiter. Die bedruckten Steine hier verraten schon, es wird TNT. Hier hat man halt das übliche Problem bei Lego Minecraft, weil Lego Steine immer bloß von einer Seite bedruckt werden, war es nicht möglich, hier auf vier Seiten TNT stehen zu haben. Aber gut, stellt man es halt so sich hin, schaut sich so an, tut's ja auch. Und auch hier wieder das Runde, damit man es besser wegnehmen kann. So, hier ein bisschen Grau und das Grüne übrigens, das sind die gleichen Teile, die auch beim Blumentopf verbaut wurden. Allerdings stellt es hier kein Grünzeug dar, sondern ein Smaragderzblock. Genau. Smaragderz nur in extremen Bergen zu finden, also im Bergbiom. Ist ja hier gut aufgehoben. Wir bauen ja schließlich die Berghöhle. So, die hier, diese lila Steine, sind außer bei Ninjago übrigens recht selten in meiner Sammlung. Der involvierte Lego Minecraft-Fan erkennt natürlich auch das. Das ist ein Obsidianblock, den man ebenfalls abbauen kann und mitnehmen. So, oh, den weißen Stein sieht man schlecht, der ist aber auf jeden Fall da. Hier ein paar durchsichtige Teile, hauptsächlich orange und ein bisschen gelb. Ja. Schön, dass gerade jetzt irgendwas Lautes vor am Fenster langfahren musste. Hier natürlich ein Feuer, was schön hell unten aussieht und nach oben immer schwächer wird von der Helligkeit her. Ist doch genau richtig. So, hier der letzte Bauschritt mit einigen Platten, die normalerweise hier für Wiese verwendet werden. Hier allerdings wird es ein Slime, hier so eine alte Autoscheibe. Und wir haben fünf bedruckte Teile, diese beiden hier nicht exklusiv, das sind kleine Slimes, aber hier diese 2x2 Steine mit dem Quadrat drauf, die sind exklusiv für dieses Set. Und dieses, ja, kleine Wandelement hier mit dem kleinen Quadrat drauf ist auch exklusiv für dieses Set. Ich weiß nicht, ob man es hört, ist mir jetzt egal, ich nehme es weiter auf. Hier ist er, der fertige Slime mit seiner schönen Slime-Textur, wie man das aus Minecraft kennt. Und das Tolle ist, wenn wir den auseinander, also kaputt machen, kommen die kleinen raus. Ist doch niedlich, wir können also die kleinen hier raus flutschen lassen aus dem großen, wie man es in Minecraft kennt. Bringt man den großen um, kommen mehrere kleinere raus. Wir können die natürlich auch hier extra lassen, haben wir gleich zwei Kreaturen mehr. Genau. So, das war's mit Tüte 1. Hier nochmal ein Überblick über die Kreaturen und Gestalten aus Minecraft, die wir hier gebaut haben. Und hier nochmal die ganzen Blöcke und dekorativen Sachen, Feuerbettzäune und die Erzblöcke und so weiter. Genau, das war Tüte 1. Als nächstes Tüte 2. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr dieses neue Videoformat findet, ob euch das gefällt. Also mit dem, ja, zerschnittenen Video eher, also nicht der direkte Aufbau, wie ich hier die Teile aufeinander stecke, sondern erst Teile zeigen, dann das fertig aufgebaute zeigen. Ich denke, das funktioniert gut. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu äußern. Dann bis zu Tüte 2 dranbleiben. Danke fürs Zuschauen hier bei Cardus Lego. Bis denne und tschüss.